Hallo und wunderschönen guten Abend. Wir haben wieder live. Es ist Sonntag, gleich 18:30 Uhr. So, ich bin noch am Vorbereiten. Ich schaue mal, ob schon jemand da ist. Oh ja, die ersten sind schon da. Jawohl, die Hilde ist da. Schmidt Immobilien ist schon drauf. Hallo. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was euch heute interessiert und was wir heute machen. Ich habe auch Themenwünsche da. Und die werden wir auch eingehen. Jawohl, da haben wir ein Thema, das ist eine Frage. Und das sind die Themen, die ich mir ausgedacht habe. Ich brauche immer nur schauen, was die Woche über gelaufen ist oder was Themen in den Coachings waren oder am letzten Impulstag. Und siehe da, ich habe immer genügend Material, über das ich sprechen kann. So, und dann brauchen wir ein bisschen Werkzeug zum Malen. Die Uhr, damit es nicht zu lange wird. Dann machen wir noch einen schönen Duft. Heute gibt es Zirbenduft. Ich liebe die Zirben. Ja, also. So, und dann schauen wir mal, ob schon irgendwelche Wünsche und Fragen sind. Nein, wir haben nach wie vor die gleichen noch, die schauen. Und mal sehen, wer noch mit dazu kommt. So. Also, ah, jetzt fällt mir noch ein, was ich noch holen kann, nämlich meine Bilder, die ich schon vorgefertigt habe, immer für die Coachings. Die haben wir auch noch mit dazu, dann brauchen wir nicht jedes Bild neu malen. So. Also dann schauen wir mal, was heute angesagt ist. Ja. Markus Florus schaut zu und Markus Florus möchte sich am Live-Video beteiligen. Ist das eine konkrete Anfrage oder war das ein Versehen? Passiert immer wieder. Ja. Also dann sind wir direkt auf Sendung zusammen, wenn ich da jetzt drauf drücke. Also ich frage mal den Markus Florus, ob das Absicht war, dass er mit mir hier live auf Sendung gehen möchte oder ob das ein Versehen war. Ja, und dann warte ich lieber mal. Nee, Versehen. Okay, das schreibt jetzt zwar der Herr Schmidt, aber Herr Florus hat drauf gedrückt. Es ist hier eine Taste irgendwie und wenn man da drauf drückt, dann heißt es quasi Anfrage, dass ich reden möchte. Und deshalb warte ich immer, bis das nochmal genau hier schriftlich bestätigt wird. So, also, ich steige mal ein. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt schon wieder ein paar Zuhörer dabei haben. Ich weiß, alle anderen schauen es eh wieder. Nachher, ich tue es ja immer in YouTube rein. Ihr könnt in YouTube ganz viele Filme und Lives von mir anschauen. Ja, okay, jawohl, Herr Florus, alles klar.
Ist überhaupt kein Thema, da haben schon so viele drauf gedrückt, nur ich möchte keinen erschrecken, indem ich einfach dann annehme und plötzlich sind wir hier auf Sendung. So, also ich steige mal ein. Wir haben ein paar Themen und ich möchte einfach mal mit einem anfangen und zwar Basics statt Menge des Inputs. Ich erlebe immer wieder, dass Teilnehmer früher bei mir waren, Seminarteilnehmer und auch Vortragsteilnehmer, und dann machen sie plötzlich wieder einen Ausflug in alle möglichen Seminarbereiche und dann kommen sie irgendwann mal wieder zurück zu mir und sagen, aber für das konkrete tägliche praktische Leben ist halt doch die Semle-Thematik wichtig und passend und die hat am besten funktioniert. Was kann ich da dazu sagen? Ich möchte einfach auch mal beschreiben, wie ich die Seminarwelt die letzten 30 Jahre erlebt habe. Es waren immer wieder so moderne Trends. Wir haben mal den Trend gehabt, Rhetorikseminar. Wenn du zu Rhetorikseminare gehst, dann steht dir die Welt offen. Und dann gab es wieder einen Trend, wenn du vor Menschen sprechen kannst, das sind wir gerade auch wieder, ja, wenn du vor einer Gruppe sprechen kannst, vor 150 Leute, ja, und du bist Sprecher und du bist Buchautor, dann steht dir die Welt offen. Und so wird den Menschen immer wieder eine neue, moderne Zeit verkauft im Seminarbereich. Und ich sage einfach mal ganz locker dazu, liebe Leute, bitte Basics statt Seminartourismus. Und nicht das Buch und das Buch, ah, der Titel, der bringt's. Es gibt ein paar grundsätzlich elementare Dinge, die ich einfach meinen Teilnehmern beibringe, damit das Leben funktioniert. Und das habe ich erst vorher gerade, ich habe bis gerade eben noch einen Call gehabt. Ich gehe auch gerne am Wochenende auf Calls über WhatsApp-Bild, damit ich einfach auch den Menschen helfen kann, die nur am Wochenende Zeit haben. Und da ging es auch darum, dass der Teilnehmer viel wusste, nur ich habe gesagt, wie viel PS hat Ihr Auto? Und dann hat er gesagt, 275 oder wie viel? Oder 365, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, so, aber wenn wir nur 65% auf die Straße bringen, dann ist das absolut zu wenig. Und so ist es genauso oftmals in der Persönlichkeitsthematik. Die Menschen können mir alles erzählen und haben alle Seminare besucht, weil dies irgendwo gibt und alle möglichen Bücher gelesen. Nur ich sage immer ganz klar, und was bedeutet das fürs tägliche Leben? Wie sieht's Privatleben aus? Wie sieht's Geschäftsleben aus? Wie sieht's gesundheitliche Leben aus? Und was hat das Ganze ganz konkret gebracht? Ich möchte Früchte. Ich messe, wie ihr mich kennt, die Menschen und die Firmen und alles an den Ergebnissen und an den Früchten und nicht an dem, was gut aussieht, ja, oder was man an Wissen drauf hat, sondern ich möchte Früchte. Und damit im Leben in allen Bereichen Früchte stattfinden, und ihr kennt meinen Würfel, damit wir sagen können, ich würfel in alle Lebensbereiche Sechser ein, gibt's ein paar Basics. Ich zähle die jetzt mal ganz kurz auf, weil ich das hier jetzt im Seminar nicht für jeden einzeln machen kann, weil es individuell ist. Es gibt zum Beispiel, was der eine oder andere auch kennt schon von mir, die Lebensburg. Das heißt, ich erarbeite mit meinen Teilnehmern eine Lebensburg. Ihr könnt auch Lebensschloss sagen, das ist wieder nur symbolisch, wo es ganz klare persönliche Spielregeln gibt. Und diese Spielregeln dürfen täglich gelebt werden. Spielregeln zum Beispiel Werte wie, ich möchte in Harmonie leben, in Freude leben, ich möchte in Natürlichkeit leben, möchte mich also nicht verbiegen für andere. Ich möchte Zeit für mich haben, ich möchte in Selbstliebe leben und. So, und die Spielregeln müssen klar sein für eine Firma und für einen Menschen. Und wenn die Spielregeln nicht klar sind, ja, dann habe ich eine lebenselementare Stütze in meinem Leben nicht drin. Nämlich, wenn ich die Spielregeln nicht kenne, dann habe ich ein Leben aus Zufall. Dann nehme ich jeden Mitarbeiter an, da
nehme ich jeden Freund zu mir rein ins Leben, dann nehme ich jeden Kunde, ja, und habe ein heilloses Durcheinander, aber keine Sechser und keine klare Hausordnung, wenn man so will. Das ist ein Punkt zum Beispiel von mehreren, wo ich einfach ausarbeite und wo ich euch ans Herz legen möchte, bitte Basics, solche Basics, wenn wir die drauf haben und jeden Tag leben, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel anderes, dass mal grundelementare Lebensdinge funktionieren. Und das ist ein Punkt, den ich heute euch ans Herz legen möchte. Also ich sage immer, bitte kommt in die Anwendung und sammelt nicht immer noch mehr Input, 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 sondern ich mache das mit einer Handvoll Handwerkszeuge und checke erstmal mit meinen Teilnehmern, ob die jeden Tag gelebt werden und stattfinden. Und vorher brauchen wir nicht in die Champions League gehen wollen, bevor wir nicht die Kreisliga drauf haben. Also das als einen Punkt. So, ich sehe, wir sind schon ein paar Teilnehmer mehr, das freut mich sehr. Ich gucke mal drauf, ja, und zwar Alexil, gut, 72, toller Name, Simone Fischer habe ich drauf, die Sandra habe ich drauf, klasse, ja, und jetzt geht's weiter mit einer Frage, die mir reingereicht worden ist, die ich euch beantworten möchte. Die Frage hieß, wie kann ich meine Kinder motivieren, dass die in der Schule aufpassen, aufmerksam sind und lernen und keinen Unfug machen und somit auch das Schuljahr bestehen und wie auch immer. Da habe ich ein paar Antworten und ich antworte allgemein, denn ich habe auch der Herr Florus drauf, der mit vielen Mitarbeitern zu tun hat und möchte dadurch auch gleich beantworten, wie kann ich generell Motivation erzeugen bei Mitarbeitern, also nicht nur Schüler und generell bei meinen Mitmenschen. Also ihr seht, meine Thematik geht immer als Generalschlüssel für mehrere Lebensbereiche. Also nicht nur für Schüler jetzt, sondern ich spreche auch immer gleich allgemein, dass ihr es für verschiedene Lebensbereiche anwenden könnt. So, ich hole mir ganz kurz Luft und trinke kurz was und dann steigen wir ein. Also, da gibt's jetzt ein paar Punkte, die sehr spannend sind und die ich euch verraten möchte. Wie kann ich antworten zum Thema Motivation? Also das allererste, und das fällt ein bisschen schwer oft dem einen oder anderen zu akzeptieren, auch wenn es Eltern sind, das allererste ist, jeder Mensch hat die persönliche Freiheit, die Lernperlen und Lernprozesse zu laufen, die er in diesem Leben laufen möchte. Ja, wer bei mir schon im Seminar war, kennt das Bild. Ich mal's kurz. Das ist das Bild mit dem Hürdenlauf. Wir kommen in dieses Leben und wir haben uns ausgesucht, welchen Hürdenlauf wir leben wollen und welche Lernperlen. Also ich möchte euch auch immer hier was für die geistig-philosophische Seite geben. So, und wenn jetzt ein Mensch hierher kommt und er möchte noch irgendwelche Lernperlen abtragen, auch, ich sag mal, absichtlich Karma abtragen, dann ist es seine persönliche Freiheit und es fällt uns vielleicht auch als Eltern schwer, da dann nicht einzugreifen und zu sagen, entweder er lässt sich mit Tipps, Blickpunkten, Vorleben anregen oder er möchte diese Prozesse laufen. Welchen Vorteil hat das Bild? Vor allem bei Eltern, war ja eine Frage von Eltern. Der Vorteil ist, dass ich mir nicht ständig irgendwelche Schuldgefühle mache, wenn mein Kind nicht so funktioniert und läuft, wie ich das gern möchte. Denn wir wollen ja als Eltern einerseits immer unser Bestes geben, nur gegen dieses Thema kommen wir nicht an.
Das ist mal das, was ich sagen möchte. Das Zweite ist, bei einem Mitarbeiter, bei einem Schüler, bei einem Menschen generell, ein Mensch ändert sich dann, wenn er und sein Geistführer in sich ändern will. Was wir äußerlich tun können, und jetzt wird's erstmal spannend für unseren Part hier, was wir tun können, ist, wir können ihn anregen, wir können Blickpunkte geben, wir können vorleben, ja. Und ich habe schon zu vielen Führungskräften und Eltern gesagt, wenn ihr eure Mitarbeiter oder eure Kinder bezichtigt, sie seien faul, dann gebt ihr erstmal nochmal einen ganzen Schub Gas. Also Vorleben heißt, das, was mir gespiegelt wird vom Leben draußen, nochmals extrem bei mir zu steigern und bei mir selber zu verbessern. Also wenn ich sage, sei mehr motiviert, dann darf ich erstmal sagen, wo kann ich in meinem Leben noch mehr Motivation und Power ausstrahlen und auf die Straße bringen. Das ist mal das Erste. Also ich kann die beste Führung und Veränderung beim Menschen dahingehend erreichen, wenn ich ein gutes Vorbild bin, ein positives Vorbild. Gibt viele Vorbilder, ja, es gibt auch viele Kompetenzsimulanten oder Leute, die allen sagen können, wie sie leben müssen und wie es geht, aber selber es nicht auf die Platte bringen. Oder ich kann die Dinge vorleben. Und mir ist es deshalb bei mir auch so wichtig im Coaching. Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben. Ich erwarte weder von meinen Kindern, das ist gerade schön, eine Tochter guckt zu, hallo liebe Reni, ja, ich verlange von meinen Kindern und von meinen Teilnehmern nichts, was ich selber nicht bereit bin, vorzuleben und zu tun. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für unser Selbstvertrauen und für unser Selbstwertgefühl, statt immer nur ständig andere anzutreiben, was die tun und lassen sollen. Ja, also erstmal bei sich selber anfangen. So, wir sind immer noch bei dem Thema, wie kann ich meine Kinder motivieren und einen Schüler motivieren. So, jetzt kommen wir zum konkreten Praxisschritt da dazu. Ja, ich kann mit Vorleben praktizieren und indem ich ihm selber helfe, für ihn interessante Motivationen zu schaffen. Also auf gut Deutsch, ich darf auf Selbstmotivation setzen, dass er einen eigenen Ehrgeiz entwickelt, dass er selber was erreichen möchte und dass er selber eine Ehrgeiz- und Gewinnereinstellung einnimmt und sagt, ja, das will ich machen. Praxisbeispiel, ich habe ein Teilnehmer-Ehepaar und da möchte der Sohn Millionär werden. Er will einfach Millionär werden, finde ich auch klasse, ja, fröhlich, frei, ich will Millionär werden. Ist schon mal zumindest ein Ziel, wo ich sagen kann, er will was erreichen, da hängen ja viele positive Erfolgsfaktoren und Verhaltensweisen dran. Und jetzt ist die Frage, wie haben wir ihn dazu gekriegt? Und er hat jetzt einen Notenschnitt von 1, gemacht. Wie haben wir ihn dazu gekriegt, dass er das macht? Und er hat auch eine Richtung, in welche Branche gehen möchte. Und was habe ich für Blickpunkte gegeben? Ich arbeite übrigens gern mit jungen Leuten, weil die jungen Leute genauso auf meine Thematik anspringen und da dann auch ganz, ganz schnell Erfolge erzielen. Also schickt auch die Kinder gerne zu mir oder wenn ihr bei mir als Eltern eh im Coaching seid und ihr habt Stundenkontingente, lasst die Kinder mal mit mir eine Stunde auf Sendung gehen, bitte. Also, was haben wir dem gesagt? Wir haben gesagt, pass auf, wenn du Millionär werden möchtest, dann brauchst du die und die Verhaltensweisen. Modern ausgedrückt heutzutage Soft Skills, aber ich bin für Deutsch und für einfach. Einfach kann man schnell umsetzen, ist unkompliziert. Also, dann brauchst du die Verhaltensweisen, ist das richtig? Ja, Ausdauer, Konsequenz,
Ehrgeiz, Zähigkeit und. Wir haben also miteinander die ganzen Verhaltensweisen erarbeitet und haben dann quasi vereinbart, es war sein eigener Wunsch, dass er diese Verhaltensweisen jetzt schon in der Schule durch gutes Lernen, durch gute Noten trainieren möchte, um nachher auch einen guten Job zu machen, um auch damit richtig erfolgreich und reich zu werden. Ja? Also wir haben nicht gesagt, lern gefälligst und du hast Schulpflicht und so weiter. Ja, das Übliche, was so kommt, überhaupt nicht motivierend. Ja, habe ich bei meinen Kindern auch nicht gesagt, sondern meine Mädels haben dann auch ein Praktikum gemacht gehabt und dann ging es einfach darum, wenn ihr von der Firma, wo ihr Praktikum gemacht habt, genommen werden wollt, ja, dann brauchen wir einfach die Verhaltensweise und dann müssen wir jetzt einfach in der Schule noch Gas geben, dass wir ein gutes Zeugnis hier haben. Ja, und dann ist, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Sinn dahinter. Ja, die meisten Menschen sehen keinen Sinn in etwas und dann machen sie nichts dafür oder sind nicht gut. Und wenn ich zum Kind nur sage, lern, das ist nicht motivierend. Ja, wenn ich aber sage, wir könnten heute ins Legoland gehen, davor müsste aber das Wohnzimmer noch umgewandelt werden vom Kinderspielplatz in ein Wohnzimmer, dann hat es immer funktioniert. Dann war das Wohnzimmer ratzfatz aufgeräumt und wir waren auf der Fahrt ins Legoland. Wenn du sagst, räum auf, ja, dann bist du bloß die motzenden Eltern, aber mehr erreichst du überhaupt nicht. Und das Gleiche ist genauso bei der Mitarbeiterführung. Ja, wenn ich nur immer meckere, ist es keine Motivation. Und wenn auch kein Sinn dahinter steht, warum die Mitarbeiter an einem Firmenziel oder an einem Projekt mitmachen sollen oder was man dann miteinander macht oder was wir erreichen oder was wir dann feiern oder was wir dann draus machen, dann ist das keine Motivation. Warum soll er es machen, wenn er keinen Sinn und keinen Vorteil drin sieht? So, also nochmal, ich sage ganz klar, es gibt keine faulen Menschen von Grund auf, es gibt keine faulen Kinder und keine faulen Schüler, sondern statt faul gibt es nur Menschen, Kinder, Schüler, Mitarbeiter, die kein sinnvoll motivierendes Ziel vor Augen haben. Ja, der eine oder andere kennt mein Zeichen da dazu. Ihr wisst, bei mir geht es immer mit sehr schnellen, einfachen Bildern. Es ist einfach kein Magnet da. Und wenn kein Magnet da ist, dann gibt's keinen Grund, dass da eine magnetwirkende Kraft zieht, sondern dann ist es nur Meckerei oder bei Führungskräften ganz oft führen durch Angst. Ja, also quasi, wenn du nicht Gas gibst, schmeiß ich dich raus. Ja, das ist für mich Führungsstil Kasernenhof. Das hat's vor 50 Jahren gegeben. Ja, kriegst du heute niemand mehr hinterm Ofen vorgeholt. Das sind alles nur altzeitliche Dinge. So kann ich kein Team führen, so kann ich niemand motivieren, sondern das sind nur alte Angst- und Druckmethoden, wie man früher einfach die Leute jeden Tag geschoben hat. Aber ich wollte keine Firma führen, wo man quasi sagen muss, meine Leute arbeiten bei mir nur aus Angst oder damit sie jeden Monat ihre Miete bezahlen können. Ja, das ist sehr, sehr unmotivierend und sehr demotivierend. Ich habe da auch ein ganz spannendes Buch dazu, was ich empfehlen kann. Mir fällt es gerade nur nicht ein, wie der Titel heißt. Wenn da jemand ein spannendes Buch für Mitarbeiterführung möchte, dann schreibt mir. Und vielleicht hat auch die Hilde gerade den Titel drauf und schreibt es mir hier rein, wo man einfach dann euch ans Herz legen kann. Das ist also ein ganz, ganz spannendes Buch dazu. Ja, also, somit möchte ich dieses Thema verlassen und mich einfach nochmal rückfragen, wenn es zur Motivation von Mitarbeiter oder Schüler nochmals
eine Rückfrage gibt. Die Überschrift heißt bitte Eigenmotivation statt Manipulation, denn Manipulation ist nur ein Strohfeuer und es hebt immer nur so lang, bis ich wieder Gas gebe und nachschiebe und Druck mache und so weiter. Also der Mensch und der Schüler oder der Mitarbeiter braucht eine hochmotivierende Eigenmotivation. Und da müssen wir halt ein bisschen dran arbeiten, dass man einfach rausfindet, was braucht der Mensch, was möchte der Mensch gerne, dass er richtig gerne und fröhlich jeden Tag motiviert ist und in den Tag geht. Gut, so, was habe ich noch als Thema? Machen wir noch eins, oder? Ich habe hier noch auf dem Plan stehen, ich habe es jetzt auch auf dem Status heute gehabt und habe da kurz drüber gesprochen. Und jetzt sage ich es euch nochmal heute hier im Live-Call. Es geht mir um das Thema, wie verwende ich meine Zeit und meine Energie? Und da möchte ich euch nochmal ganz kurz sagen, alles, ständig alles, was wir jeden Tag machen, wo wir die Aufmerksamkeit drauf haben, jedes Wort, jede Beschäftigung mit was, jede Ablenkung, ja, hat eine Energie, die für uns entweder aufbauend ist, die uns zum Vorteil gereichen kann oder die einfach verschwendet wird. So, und hauptsächlich möchte ich heute mal drauf eingehen auf das Thema Gedanken und Worte und Gespräche. Ich erlebe sehr oft, wo ich auch unterwegs bin, und das kann auch nur mal im Café oder in der Kabu-Bar sein, dass sich Menschen über Kramzeug unterhalten, sich darüber empören. Auch empören ist Energie, nur ist keine hohe Energie, sondern eine niederfrequente Energie und Energieverbrauch. Und unterhalten sich über andere Leute Dinge, andere Leute Leben, über, ich sage es einfach mal als Beispiel, über Fußballspiele, die mit uns persönlich und unserem Leben direkt nichts zu tun haben, aber es kostet Zeit, es kostet Energie, es ist Ablenkung und so weiter. Und jede Emotion hat wieder, wie gesagt, ein Energiepotenzial. Jede Emotion hat auch eine Verwirklichungsenergie und Magnetenergie. Gedanken werden Dinge. Und deshalb möchte ich heute mal anregen, mal bei sich selber zu schauen, wie viele Dinge spiele ich im Kopf durch, über wie viele Dinge spreche ich jeden Tag. Welche Dinge lese ich in der Zeitung, höre ich in den Nachrichten? Ich habe keine Tageszeitung mehr, ich schaue keine Nachrichten, ja, nur ich krieg's halt mit, wie viele das noch tun, die nichts, aber auch gar nichts mit mir persönlich und meinem persönlichen Leben zu tun hat. Und es soll mir keiner ankommen und sagen, man muss ja informiert sein. Man muss gar nichts. Ja, ich lebe auch so gut, nur ich lebe so fröhlich und so hochfrequent, dass ich den meisten Mist, ich kann es nicht schöner sagen, überhaupt gar nicht mitkriege jeden Tag. Ja, und wenn ich mal anschaue, wie viele Menschen jeden Tag so viel Input reinbekommen, mit Kram und Zeug, was sie nichts angeht, vor allem, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, wo ich gar nichts dran ändern kann, ja, was die Politiker machen, was in der Politik passiert, ja, ich werde doch eh gar nicht gefragt, ich kann doch eh gar nichts ändern, ich kann doch nur empören. Und ihr habt doch gesehen, was dabei rauskommt, wenn die Landwirte nach Berlin fahren oder wenn demonstriert wird. Es interessiert doch gar keinen. Ja, das ist doch das Erschreckende. Also kann ich doch aus diesem System nur aussteigen und keine Energie und Beachtung mehr drauf geben, dass es irgendwann mal ausläuft, anstatt dass ich mich anstacheln lasse
Und es verbraucht mir wertvolle Energie, wertvolle Gesundheit. Die Menschen regen sich auf und können nicht mehr jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen, weil sie leer sind, weil sie demotiviert sind, weil sie depressiv sind und so weiter. Die größte Rate, die bei den, ich habe es jetzt erst gesagt immer, Karl, die bei der großen Gesundheitskasse hier nach oben geht von dem Gesundheits- oder sagen wir das Wort halt mal Krankheitsbereich, sind die psychisch Angeschlagenen. Ist doch klar, irgendwann bist du doch fertig, wenn du nur jeden Tag Mist und Schrott tankst und in deinen Computer reinbekommst. Und ich habe schon so oft gesagt, wenn ihr die Schwingungen sehen würdet, ja, und wenn die Zeit voranschreitet, werden wir immer fitter, solche Schwingungen wahrzunehmen und zu sehen. Wenn ihr die Schwingungen von Menschen, Menschenansammlungen, Veranstaltungen, Themen sehen könntet, wie die durcheinander gehen oder wie dunkel die sind zum Teil, dann würdet ihr euch tunlichst überlegen, ob ihr euch in diese Schwingungsfelder einkoppelt. Und Achtung, schon alleine, wenn ich mit diesen Dingen mich mental beschäftige, mitdiskutiere, schwinge ich mich in diese Schwingungsebene mit ein. Also wenn das eine tiefe Schwingung hat, gehe ich mit in diese tiefe Schwingung rein. Und das war mir heute mal wichtig, nochmals ganz speziell anzuregen und zu sagen, ja, damit ihr eure Festplatte in euch nicht immer voller macht und immer voller und euch dann nicht wundert, dass die immer langsamer wird und dass sich die Menschen immer mehr Sorgen, Gedanken machen, weil sie immer mehr vollgeladen sind mit Kram und Zeug und vor allem Filme, Veranstaltungen, alles mögliche Informationen, die mit dem eigenen Leben nichts zu tun haben. Das finde ich immer das Grandiose, wenn man das einfach mal mitkriegt. Also hört mal bitte auf die Gesprächsthemen, die um euch rum stattfinden, wo man euch mit auf die Bühne und Plattform holen möchte. Ich habe hier noch die Bühne liegen vom Call vorher. Ja, auf welchen Lebensbühnen bewege ich mich und auf welchen Lebensbühnen bin ich unterwegs? Hat mir eine junge Teilnehmerin gemalt, finde ich klasse. Bühne, Kameramann, Beleuchter, Toningenieur. Welche Kandidaten hole ich mir hier auf meine Lebensbühne? Welche Themen und so weiter? Ja, und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und dann verspreche ich euch, wenn ihr dort mal mit eisernem Besen aufräumt, dann werdet ihr euch noch mal wundern, was das bedeutet für euer Energiepotenzial und für eure Tatenergie. Vorher haben wir von Tatenergie gesprochen und für eure Lebensfreude, weil ihr immer mehr euren Fokus auf freudige Dinge ausrichtet und nicht auf den Kram ausrichtet oder in die große Angstmacherei einsteigt, die man ständig jeden Tag macht über Presse und alle möglichen Dinge. Henry, grüß Gott, ja, Nordhausen von so weit oben. Ja, ich freue mich, schön, dass ich dich mit auf dem Sender habe. Ja, wir haben hier gerade schon eine halbe Stunde gut gesprochen und bin beim letzten Thema, aber ich stelle alles in YouTube rein. Ja, und dann kannst du das gerne im Nachgang anschauen. Ja, also das nochmals zu dem ganzen Thema Energie. Energiethema wird immer wichtiger. Ich möchte euch das ans Herz legen. Ja, ihr werdet sehen, je mehr die Zeit jetzt voranschreitet in die neue Zeit, geht's immer mehr darum, um Quantenphysik. Alles ist Energie. Und deshalb nochmal die Anregung, für was verwendet ihr eure wertvolle Zeit und Energie? Und auf welche Felder und Schauplätze und Bühnen lasst ihr euch holen, was nur Kram ist und nichts mit euch persönlich zu tun hat. Das ist das, was ich nicht oft genug sagen kann. So, es müssen nicht jedes Mal 50 Minuten sein, habe ich mir heute vorgenommen. Und deshalb habe ich jetzt nicht weitere Themen auf den Plan hier gebracht,
Wenn noch jemand eine Frage hat, möchte ich euch nur kurz die Chance geben, mir die reinzuschreiben oder Feedback geben möchte. Ansonsten, ja, gebt mir gerne wieder Themen rein für die nächste Woche. Wenn ich kein Coaching habe oder das irgendwie hinbauen kann, dann bin ich da um 18.30 Uhr sonntags. Macht mir auch riesig Spaß. Am 10.8. ist wieder unser Impulstag in Eislingen. Da heiße ich euch herzlich willkommen. Da geht's wieder drum, mit vielen aufgeschlossenen, erfolgreichen, dynamischen Menschen zusammenzukommen. Haben wir jetzt auch wieder gehabt erst. Und da geht auch immer richtig was. Und ansonsten, wenn ihr ein persönliches Thema habt, schreibt mich persönlich an oder macht mal ein paar Coachingstunden und dann kriegen wir das ganz schnell vom Tisch mit meinem Generalschlüssel, den ich für euch jederzeit parat habe. Also, ich warte hier mal nur ganz kurz, trinkt noch mal was, ob von euch noch was kommt. Und wenn von euch nichts mehr kommt, dann wünsche ich euch bald jetzt dann einen schönen Sonntagabend. Ich schau mal. So, alle happy, alle am Verarbeiten, sehr gut, ja. Dann würde ich mal sagen, einen schönen, sonnigen Sonntagabend. Wir haben ja, wenn das Wetter so kommt, wie es vorausgesagt ist, angeblich die nächsten Tage schönes, sonniges Wetter. Ja, geht in die Sonne ist ganz wichtig für die Menschen, ja, dass sie gut drauf sind, dass sie aufgeladen sind. Und ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Wäschenbeuren und freue mich, dass ihr dabei wart. Und auch noch freue ich mich natürlich, wenn viele noch im Nachgang dieses Video anschauen, das dann in Instagram drin steht und auf YouTube. Ciao zusammen und einen schönen Sonntagabend.